Hallo meine Freunde, heute geht es mal nicht ums Auto, sondern eins unserer Werkzeuge für die Autoreparaturen streikt. Und zwar hat unsere Fräse Quantum BF16, die wird übrigens auch unter Optimum verkauft, ist aber die gleiche Maschine, ein Problem. Wenn ich sie durchdrehe per Hand, also auch in die richtige Richtung, spüre ich bei jeder Umdrehung eine Stelle, bei der es schwer geht. Da haben wir irgendein mechanisches Problem in der Maschine und das werden wir heute mal suchen gehen. Wie bei allen elektrischen Geräten gilt, vor dass ihr dran langt, erstmal der Stecker raus. Das Problem ist bei jeder Umdrehung und zwar auch unabhängig, in welchem Gang ich bin. Aha, man merkt es unterschiedlich stark, aber es ist in jedem Gang vorhanden. Allerdings, wenn ich auf den Leerlauf gehe, jetzt ist der Motor ausgekoppelt, ist das Problem weg. Das heißt, das Problem kann ich dann dieser Achse von der Maschine liegen, weil jetzt läuft die ohne den hinteren Antrieb, sondern das Problem muss in diesem Teil der Maschine sein. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Dafür machen wir erstmal die Schutzkappe hier runter und dann hat die obere Verkleidung der Maschine schon mal 4 Schräubchen. So. Und dann kann der Deckel nach oben abgezogen werden. So, bis jetzt sehen wir nicht viel von unserem Problem. Da müssen wir mal den Motor runter machen. Im Ausbau müssen erstmal die Kabel hier weg. Wir beginnen mit der Schutzerde. Die ist hier verschraubt. Nach der Schutzerde machen wir die Klemmen weg. Eine und die zweite. Wenn die Elektrik mal weg ist, wird der Motor hier und da zwei noch hinten von 6 Schrauben gehalten. Die müssen wir mal alle von außen nach innen öffnen. Und die geht wieder schwer. Hier hinten geht natürlich manchmal ein bisschen schwer. Muss ja auch was halten, so eine Fräse. Die Gegenseite. Wenn sie mal lose sind, habe ich ein besseres Instrument. Schraubenhausen sind, müsst ihr auch gleich aufpassen. Da sind nämlich noch Federringe drunter. Die verliert man leicht, wenn man da nicht aufpasst. Drehen und dann geht es am besten mit dem Magnet weiter. Hat man gleich die Schraube und den Ring in einem. Und dann kann der Motor so nach oben abgenommen werden. Wenn ich an diesem Rad drehe, geht es immer noch schwer. Das heißt, irgendwo da liegt der Fehler. Aha, ich sehe auch schon was. Das Rad läuft irgendwie nicht rund. Aha, seht ihr? Das Zahnrad hat eiert. Schauen wir mal hier. Ah, ich meine was zu sehen. Selbst der Sicherungsring hängt schon schräg. Zange und so runter. Aha, jetzt sehen wir das Problem. Hier ist das die Nut für den Keil und der Keil sitzt noch da. Das Zahnrad hat sich ganze 90 Grad auf der Achse gewirkt, dass die Maschine mal stecken blieb. Und das Zahnrad schleift hier auch schon auf dem Boden. Das hat es ganz krumm gedrückt und aus der Achse raus. Also das muss auf jeden Fall gewechselt werden. Jetzt ist das Problem, wie man das Teil runter bekommt. Hier ist keinerlei Spalt zum Abziehen. Kriegen wir fast kein Werkzeug drunter. Das Zahnrad ist sowieso kaputt. Wir probieren es mit der großen Zange. Das Zahnrad ist Kunststoff, warm machen kann auf keinen Fall schaden. Ein bisschen Schlitz haben wir jetzt. Jetzt geht's mit Schraubenzieher drunter. So, allmählich wäre die Sache was. Jetzt seht ihr das Problem, hier sitzt der Keil, der war ursprünglich an der Position, der hat sich von hier bis hier gewirkt. Diese Späne, wo da drin sind, müssen auch raus. Natürlich wird alles gründlich gereinigt, dass wir auch noch die kleinen Späne erwischen. Der Keil ist ja im Gegensatz zum Zahnrad aus Stahl, das heißt, den können wir hier rauspopeln. Der sieht noch aus wie neu, den können wir durchaus benutzen. Der passt wieder hier rein, der Keil. Und jetzt müssen wir noch gut Fett drauf tun. Machen wir ein bisschen neues Fett runter. Wir haben das alte ja weggeputzt. Das Zahnrad können wir ein bisschen warm machen. Rutscht ein bisschen besser drauf. Aber nicht zu heiß, das Ding ist Kunststoff.
So, der Keil kommt wieder ins Zahnrad. Der Ansatz kommt nach unten und jetzt kommt das Ganze hier auf die Achse. So, jetzt ist es drauf. Setzen wir eine neue Wellensicherung ein. Die Gegenseite, das andere Zahnrad, der Motor, wechseln wir natürlich auch gleich mit. Auch wieder den Sägering vorsichtig entfernen und schauen, dass er nicht in der ganzen Werkstatt rumfliegt. Das Zahnrad geht etwas besser runter, zumindest am Anfang. Noch eine Scheibe oben drauf, eine Tellerscheibe. Ein bisschen mit dem Schraubenzieher hebeln und das kommt auch. Der Keil ist gleich drauf geblieben. Das ist das alte und jetzt kommt das neue Zahnrad. So, entsprechend den Druck. Jetzt stehen wir natürlich hier an. Jetzt machen wir damit weiter. So, Tellerscheibe und die Wellensicherung wieder draufpassen. Die Wellensicherung wieder einsetzen. Ohne Sägeringzange ist das natürlich ein fürchterliches Gefuddel. Ihr seht ja, wie schwer ich mich mit der Zange tue. Okay. Gestellschrauben müsst ihr hier aufmachen. So, jetzt kommt das eigentliche Problem bei der Montage, weil der Motor ist hier in Langlöchern zu justieren. Das Problem ist nur, die Stellschrauben sind von unten. Das heißt, man muss jetzt einstellen und nachher muss es per Zufall passen. Ich beginne mal mit einer mittleren Stellung und dann schauen wir mal, wie viel Spiel das wir haben. Da kommt natürlich auch Fett drauf. Für die weitere Montage stelle ich die Maschine wieder besser senkrecht. Jetzt wird der Motor von oben eingesetzt. Einsetzen, alle 6 Stück. Dann muss man nachher mal schauen, wie das Flankenspiel aussieht. Hier ist eine und hier hinten ist eine. Nach außen gehend an, so schön über Kreuz. So, zieht er wie ein Zylinderkopf von innen nach außen über Kreuz an. Erstmal die, dann die, dann über Kreuz die zwei und dann kommt das andere Kreuz. Die hintere und die. Im Prinzip geht es eigentlich, aber wenn man jetzt hier so ein bisschen hin und her dreht, merkt man, dass man noch relativ viel Spiel in den Zähnen hat. Hier sieht man das Spiel. Ich halte es noch für ein bisschen viel, das heißt, wir rücken mit der Achse noch ein bisschen nach vorne. Also muss der Motor nochmal runter. Jetzt müssen wir noch ein bisschen in die Richtung stellen. Ich öffne also wieder die Schrauben. Erst die Senkschraube, die wird auch als letzte zugezogen. Dann diese Schrauben hier. Unten. So, und jetzt muss der Motor ein bisschen in die Richtung, das heißt das Gehäuse in die Gegenrichtung. So, gerade ein Hauch sollte genügen. Dann ziehe ich wieder erst die zwei an. Dann die dritte hinten. Richtig schön festmachen. Und zu allerletzt kommt die Senkschraube. Auch die vernünftig anziehen. Kann der Motor wieder drauf. Schauen wir mal, ob wir überhaupt noch die Schraubenlöcher erwischen. Jetzt sitzt er nämlich schon ein bisschen strammer, nehme ich an. So sieht die Sache vernünftig aus. Sie dreht, Spiel ist etwas reduziert, läuft also. Jetzt müssen wir die Elektrik anschließen.
Die hat hier mal zwei Leitungen. Zweite hier. Die kommen wieder unter die Klemmen. Und der zweite hier. Wenn er die verwechselt, dreht die Fräse einfach in die falsche Richtung. Ist also nicht schlimm. Gut, anziehen. Bei der Schutzerde muss wieder der Zahnring unten drunter, oben eine Unterlagscheibe. Und dann kommt die Schutzerde hier rein. Hier müsst ihr die Schutzerde dann anziehen. Also Geräusch ist aber gut eigentlich, oder? Damit mit dem ganzen Kabelgewehr nichts passiert, machen wir noch einen hübschen Binder drum. Könnt ihr hier vorne verwahren, hier hat der Deckel Platz. Das Gehäuse fädelt er wieder langsam ein und drauf sitzt. Hat wieder vier Schrauben und zwei noch auf der anderen Seite. So, und wieder rein. Und das letzte Schräubchen. So. Braucht er nur leicht anziehen, ist an einer Verkleidung. Dann kommt die Schutzkappe wieder drauf. Jetzt, wo alles zu ist, kann der Steger wieder rein und unsere Fräse ist wieder betriebsbereit. Niedriger Gang. Schalten wir mal auf hohe Drehzahl, müsst ihr immer ein bisschen hier schauen, dass die mechanisch läuft, bevor ihr in den Motor reinschaltet. Sonst geht kurz noch mal ein paar Zahnräder wieder rein. Wenn ich sie jetzt drehe, ist keinerlei Widerstand mehr zu spüren. Das funktioniert wieder einwandfrei. Wir haben mal wieder eine Reparatur erfolgreich erledigt. Also, tschüss! Bis zum nächsten Film.